verloren. Also, so. Jetzt kommen die vier, die eigentlich um den Sieg fahren sollten. Carlo Janka hat mit der tollen, mit der hohen Startnummer 22 einen tollen vierten Platz herausgefahren. Ja, das ist mein Favorit für das heutige Rennen. Da lehne ich mich mal eindeutig raus. Der fährt so locker. Da bin ich jetzt echt gespannt. Sein Rückstand. 2,4 Sekunden schon. So. 1,6 hat er noch. Hat jetzt nur unter Anführungszeichen 8 Zehntel eingebüßt da oben. Also der schnellste seit langer, langer Zeit. Und er geht es sehr wohl dosiert an und hat mit einer unglaublichen Lockerheit. Man sieht seine Balance, seine Kontrolle über die Ski, was gemacht wird oder was er tut. Boah. Immer vorhanden. Auch in Extremsituationen. Viel mehr darf nicht sein, sonst rutscht er da weg. Und das gibt auch Zwischenbestzeit bei der letzten Marke. Fast eine Sekunde für den untersten Teil und da hat Détessier den anderen am wenigsten abnehmen können. Der fährt nicht nur um die Zwischenführung, der fährt um den Sieg in diesem Rennen. Und er schafft's. Carlo Janka übernimmt hier die Führung. Ja, da ist dein Tipp schon einmal aufgegangen vorläufig. 2,4 Sekunden Vorsprung vor des zweiten, vor zweiten Durchgang und 44 Hundertstel rettet er ins Ziel. Also, wobei unten hat er noch ein bisschen was hergegeben. Also das Finish war nicht optimal. Möglicherweise geht es dann, wenn es um den Sieg geht, noch um diese ein, zwei Zehntel, die dort drinnen gewesen wäre. Der nächste. Jetzt sind die ersten drei oben. Massimiliano Blardone. Jetzt kommen die drei, die ganz niederen Nummern hatten im ersten Durchgang und die werden natürlich einmal die Augen aufreißen, wenn sie in diesen Steilhang reinfahren. Versucht es mit der hohen, mit der engen Linie. Aber schon deutlich, deutlich hinter Janka zurück. Trotzdem, ein Top-Resultat ist möglich für Blardone, der sich heuer ja noch so schwer getan hat bis jetzt. Und jetzt gilt es natürlich auch für ihn, ganz wichtig, hier die Konzentration zu behalten, letzten Endes auch die Kräfte sich einzuteilen. Schau, er bleibt dran. Er hat was aufgeholt sogar, hat und was aufgeholt, Jank zwei Zehntel. Hatte kein optimales Finish, für mein Gespür. Blardone gegen Janka und der Schweizer bleibt vorne. Er holt zwar noch ein bisschen auf, Blardone, aber es reicht nicht ganz. Oben, oben hat er alles verspielt. Unten ganz stark gefahren. Ja, aber auch wieder eine Rückmeldung. Also da meldet er sich ganz stark zurück und im Kreis der besten Riesenslalomfahrer. Denn dem hatte er in den bisherigen Rennen nicht angehört. So, und Détessier jetzt an der dritten Stelle. Janka, Blardone, Détessier. Und oben stehen noch Svindal und dann Mölk. Axel und Svindal. Drei Zehntel Vorsprung auf Janka. Im ersten Lauf gemeint, ja, da bin ich eigentlich, bin ich mir so ruhig vorgekommen. Das Gefühl wird er nach dem Ziel nicht haben. Dieses Gefühl hat er jetzt nicht mehr, ganz sicher nicht. Aber trotzdem, er fährt natürlich leicht überdreht bei diesem Geländeübergang, stark angedriftet danach, in Folge. Und er hält so noch einen kleinen Vorsprung. Der Mittelteil war der stärkste des Führenden. Wenn er da annähernd dranbleiben kann, allerdings jetzt hat es ihn zweimal wild verjagt. Sehr spät dran von der Linie her. Oh, noch einmal derselbe Fehler abgesessen und Kapitalgeschwindigkeit wegnehmen müssen. Ja, das müsste eigentlich gewesen sein. Da ist jetzt nichts mehr mit ruhig vorkommen. 2-0-3, 2-0-4-0-3, 35 Hundertstel Rückstand, wohl zu viel für. Da braucht er ein extremes Finish. Nein, und er fällt auf Rang 4 zurück. Janka bleibt vorne vor Blardone und Détessier. Vierter Svindal, dann Küsch Larsson, bester Österreicher Philipp Schörghofer auf Position 7.
Schaut euch jetzt diese Extremsituation an. Sitzt komplett ab mit dem Hinterteil und das in, beim Übergang in einen extrem steiler Teil. Wahnsinn, wie er das korrigiert hat. Natürlich die Geschwindigkeit weg, aber ein Mann seiner Klasse hat es geschafft. So, die Schwester ist vor einer guten Stunde Zweite geworden im Riesentorlauf von Molina. Familienehre retten, dafür braucht man eigentlich keinen Einser, aber das wäre für ihn die perfekte Rückkehr zur Topform, die er in dieser Saison im Vergleich zum Vorjahr ein bisschen noch vermissen lassen hat. Kleine Schwierigkeiten, allerdings hat sich zeitlich nicht wirklich ausgewirkt. Er versucht den Ski wirklich gehen zu lassen. Hat natürlich 36, auch. Ja, ja, ein bisschen was ist noch da. 45 Hundertstel hat er gehabt. Jetzt natürlich ist auch ein größerer Rutscher. Ja, also kämpfen tut er enorm. Der will diesen Podestplatz, diesen Sieg unbedingt halten. Aber es ist schon zu aber viel wohl. Es wird ganz Galo schwer für ihn. Mölk. Und das Finish war schon im ersten Durchgang nicht das Beste bei Mölk. Richtig. Auch jetzt nochmal ganz genau. Ja, sehr gut gesehen. Und damit wird es mit dem Sieg. Nein, nein. Mölk auf Rang 6 durchgereicht und der Überraschungsmann in dieser Saison. Carlo Janka holt hier der tatsächlich den Sieg vor Massimiliano Bladone und dem 30. nach dem ersten Durchgang. Gauthier de Tessier. Diesen Sprung hat noch keiner geschafft. Von 30 auf 3 der Franzose. Tadellose Vorstellung. Axel Lönz-Windal, ja, auf Rang 4. Hat den Ausfall von Benny Reich zumindest mit 50 Punkten ausnutzen können. Holt sich große Punkte, richtig. Aber das war eine ganz, ganz schwere Schlacht. Besten Dank, Mario. So, Siegerbild heute leider ohne Österreicher, aber es war ein dramatisches Rennen, wo auch viel, viel Kämpferherz gefragt war. Carlo Janka, also 2 Zehntel vor Massimiliano Blardone und auf Rang 3 Gauthier de Tessier, der 2 Sekunden und 85 Hundertstel Rückstand aus dem ersten Durchgang mitgebracht hat und es dennoch auf Stocker geschafft hat. Zwindal wird 4., Küsch 5., Mölk wird 6., dann haben wir auf Larsson auf 7, Philipp Scherbhofer wird 8., Hannes Reichelt 9., Kostelic 10. und Marcel Hirscher auf Position 11. Also, das war's einmal von mir. Darf mich bedanken. Morgen gibt es natürlich noch einen sehr, sehr interessanten Slalom hier. Und jetzt natürlich noch alles, was es noch zu analysieren und zu interviewen gibt bei Michi Berger.